Der Anschlag wirft erneut ein Schlaglicht auf die Terrorgefahr in Europa. Und darüber spreche ich jetzt mit Thomas Gutschka von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben es gerade gehört, die Premierministerin demonstriert Stärke und sie hat auch die Sicherheitsvorkehrungen nicht erhöht nach dem Anschlag gestern. Ist das der richtige Weg? Die Sicherheitsvorkehrungen, muss man dazu sagen, sind auf der zweithöchsten Stufe, das schon seit 2,5 Jahren. Also sie muss sich nicht vorwerfen lassen, dass sie hier leichtfertig wäre. Aber die Reaktion finde ich richtig, insbesondere was sie eben auch gesagt hat, dass das Parlament wieder tagt, dass man versucht, sich nicht einschüchtern zu lassen und auch zu zeigen, dass das, was da angegriffen werden sollte, nämlich die zivile Gesellschaft, das Parlament, dass diese Institutionen stärker sind als der Terror. Sie haben es gerade angesprochen, das politische Zentrum wurde angegriffen und gleichzeitig, das befindet sich im Herzen der Stadt, im Zentrum von London. Welche Signalwirkung sollte dieser Anschlag vielleicht haben? Also Westminster ist ein Ziel. Es fällt ja auf, alle diese Terroranschläge der letzten Jahre sind primär in Metropolen, in der Regel sind es die Hauptstädte, und man sucht sich Punkte, wo man glaubt, das Land in seinem Herz zu treffen. Wenn man Großbritannien in seinem Herz treffen will, ist das immer das Parlament. Das Parlament steht natürlich für all das, was den Westen ausmacht. Es ist das älteste, es ist das Vorbild aller parlamentarischen Demokratien. Gleichzeitig auch das Parlament eines Landes, was sich sehr stark engagiert im Kampf gegen den Islamischen Staat, was von Anfang an dabei war in Afghanistan, im Irak, an der Seite der Vereinigten Staaten. Also es ist ein logisches Ziel und gestern haben auch alle gesagt, sie waren darauf vorbereitet. Trotzdem ist es diesem Attentäter gelungen, einzudringen, zumindest in den Bereich vor dem Parlament, der schon abgeriegelt oder geschützt ist. Und das bedarf natürlich auch einer besonderen Aufklärung. Jetzt hat dieser Anschlag gestern an einem besonderen Tag stattgefunden. Es war gestern der Jahrestag der Anschläge von Brüssel. Hätte man an diesem Tag besonders vorsichtig wachsam sein müssen? Schwer zu sagen. Im Nachhinein könnte man das natürlich immer leicht sagen. An sich ist es so, dass man jetzt herausfinden muss, wieso war es überhaupt möglich, in diesen Bereich zu kommen. Offenbar gibt es da neben den Personenkontrollen auch die Möglichkeit für Autos hineinzufahren, die nicht so gut gesichert ist. Also all das wird man aufklären. Aber klar ist, die Tatsache, dass es ein Jahr, exakt ein Jahr nach den Anschlägen von Brüssel stattgefunden hat, ist ein starkes Zeichen dafür, dass der Täter hier auch dieses Zeichen setzen wollte. Das heißt, dass wir uns wahrscheinlich hier sprechen über einen Täter aus dem Islamischen Staat. Es war wieder ein Auto, das in eine Menschenmenge gefahren ist. Wir kennen das bereits aus Nizza und auch aus Berlin. Welche Handschrift lesen Sie dahinter? Welches Muster? Also es gab 2014 den Aufruf eines dieser Terrorführers dieser Organisation Islamischer Staat. Der hat gesagt, wenn ihr nicht Bomben habt, Sprengsätze, dann greift doch zu anderen Mitteln. Bringt sie um, wo ihr könnt und wie ihr könnt. Mit Autos, mit Messern, vergiftet sie. Und dieses Muster haben wir seitdem mehrfach gesehen. Allerdings muss man auch darauf hinweisen, hier handelt es sich natürlich um die sozusagen einfachste Form, was die Planung und Vorbereitung angeht. Das ist ja ein ganz normales Auto gewesen, Personenwagen. In Berlin hat der Attentäter zunächst mal diesen LKW ja in seinen Besitz bringen müssen. Und auch in Nizza war das so. Und einen LKW zu fahren, zu steuern, das bedarf alles einer viel größeren Koordination und Vorbereitung als diese Art von Anschlag. Dass jemand in einem Auto in Fußgänger fährt, das ist eine Situation, die sich nur ganz schwer verhindern lässt. Es war ein Einzeltäter. Bislang weiß man noch nichts über mögliche Hintermänner. Müssen wir von einem ganz neuen Tätertypus ausgehen in Zukunft? Wir kennen diesen Tätertypus Lonely Wolf, Einzeltäter. Allerdings sagen Terrorismusforscher auch, man soll vorsichtig sein mit dieser Benennung. Denn im Nachhinein stellt sich immer heraus, dass ungefähr die Hälfte dieser Täter sich vorher anderen Leuten offenbart hat, dass sie aus Netzwerken kommen, dass sie sich radikalisiert haben in Moscheen, dass es also Mitwisser gab, möglicherweise auch Personen, die das mit vorbereitet haben. Die haben dann eine Waffe besorgt oder andere Tätigkeiten verrichtet.
Zum Beispiel ist immer eine interessante Frage, wenn es zu einem Bekenntnis kommt der Organisation, gibt es ein Video, wie ist dieses Video ist dann ja vorher übermittelt worden. Also bis jetzt ja, nur ein Täter, aber ein Täter bedeutet nicht, dass dieser Täter einfach einen einsamen Entschluss gefasst haben muss. In ungefähr der Hälfte der Fälle steckt mehr dahinter. In Deutschland werden ja immer wieder Razzien durchgeführt, man hört vermehrt von Festnahmen. Man hat den Eindruck, die Sicherheitsbehörden haben die Szene hier intensiv im Blick, aber die Frage ist trotzdem, können dadurch Anschläge verhindert werden? Man kann einen Fahndungsdruck aufrechterhalten und in Großbritannien, das muss man auch mal festhalten, war der letzte große Anschlag 2005, damals die verheerenden Attentate auf das U-Bahn-Netz. Danach hat es noch einen weiteren Fall gegeben, haben wir eben auch gesehen. Aber das heißt 12 Jahre lang keinen größeren Anschlag mit mehreren Toten mehr. Das ist nur zu erklären durch den enorm hohen Fahndungsdruck, dadurch, dass man sich die Moscheen viel stärker angesehen hat. Von denen gibt es in Großbritannien eine ganze Menge, wo Leute sich radikalisieren. Dass man in diesen Milieus gezielter ermittelt hat und dass man einfach es geschafft hat, mehrere Anschläge, die britischen Behörden sagen, mehr als ein Dutzend zu verhindern, darunter extrem gut vorbereitete und komplexe Anschläge. Dieses hier war der am wenigsten komplexe. Dagegen kann man wenig tun. Vielen Dank, Frank Gutschka von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, für diese Einschätzung heute Morgen.